Brennende Stöcke. Unsere Vorfahren benutzten sie wohl, um sich vor wilden Tieren zu schützen und sie damit zu vertreiben. Vielleicht ist daraus in verschiedenen Kulturen ein archaisches Ritual entstanden. Der Fire Dance. Feuertänzer aus aller Welt treffen sich im Sommer 2009 am Grünen See in Hessen. Hunderte spielen und tanzen hier mit dem Feuer. Eine tiefe Erfahrung für die, die mutig genug sind, es auszuprobieren. And eat and dance and sing together. Let us from each other to count the stories. Feuerwelt heißt dieses Fest. Flammen sind das verbindende Element. Das gemeinsame Spüren und Erfahren ihrer Kraft bringt Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Tradition zusammen. Das Feuertanztheater Fire Dancer aus dem Rhein-Main-Gebiet hat das Festival organisiert. Eine gemeinsame Begegnung mit einem ganz ursprünglichen Element der Natur. Es ist was Natürliches, damit umzugehen auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es was überhaupt nicht Natürliches, ja, mit dem Feuer zu spielen. Und es ist aber eine Naturgewalt, genauso wie das Meer, ja, in das man stundenlang schauen kann und mit dem man sich, sich einfach da verlieren kann, sich selbst. Genauso ist das Feuer eben auch. Wenn man mit dem Feuer spielt, braucht man eben diese Konzentration, weil es halt eben auch mal brenzlig werden kann, ja, oder weil es halt eben mal gefährlich werden kann. Oder genauso, wenn man sich halt ins Meer stürzt und auf einmal kommt halt wirklich eine Welle und reißt einen um. Ja? Das hat man halt in seiner Badewanne zu Hause nicht. Das Spüren dieser elementaren Kraft erfüllt die Sehnsucht nach Unmittelbarkeit, kann den Menschen wieder mit sich selbst in Verbindung bringen, zurück zum Wesentlichen führen. Wenn man sieht Rituale, wo die Menschen ums Feuer tanzen oder so, dass sie sich eben da so reinbegeben, ja, in diese Trance mit dem Feuer und sich dadurch auch mit diesem Tanz einfach reinigen. Diesen Bewegungen und diesem, ja, dieser Hingabe. Es ist eine Hingabe in dem Moment zum Feuer und zum Tanz. Der Höhepunkt des Festivals. Eine Feuerskulptur wird entzündet. Sie war das ganze Wochenende der Mittelpunkt der Veranstaltung. Jetzt, entflammt, ist sie das Zentrum eines gemeinsamen Rituals. Christian Klicks, Landart-Künstler und einer der Fire Dancer, hat die Skulptur geschaffen. Tagelang suchte er im Wald nach den richtigen Ästen und brachte sie in Form. Doch ihre Vollendung sollte zugleich ihre rituelle Zerstörung sein. Die Menschen heutzutage vermissen Rituale in ihrem Leben und wollen einfach diese Energie, die sich aufstaut, auch mal in so einem Ritual einfach loswerden und einfach mal alles loslassen. Und also was wir da gesehen haben, da haben sich Leute ausgezogen. Leute sind einfach wie wild an dieses Feuer ran und es war wirklich unglaublich heiß und sie haben geschwitzt, sie haben wirklich literweise Schweiß von sich gegeben. Aber es war eine Reinigung, es war, jeder war total gelöst, fröhlich und die Energie hat sich in den Himmel erhoben.